dass wir auch noch das Bild bekommen. Jawohl, wunderbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. DHB-Pokal, Achtelfinale TSV Eisenach gegen den SC Magdeburg. Endstand, wir haben es eben gerade alle gesehen, nach einem hochdramatischen, nach einem spannenden Spiel, 27 zu 28. Ich darf mir die persönliche Bemerkung erlauben, das war das Beste vom THSV Eisenach, was ich seit langem gesehen habe. Herzlich willkommen zu unseren Gästen, herzlich willkommen den Trainer, Gerhard Svensson, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Super. Wunderbar. Steffen Stiefzer, der Geschäftsführer, auch richtig die sportliche Leiter, okay. Und vom THSV Eisenach, Wilimir Petkovic, zuerst das Wort an den Gästetrainer. Danke. Ja, mit dem Sieg bin ich natürlich zufrieden. Ich bin natürlich zufrieden, dass wir im Pokal weiter so gekommen sind. Das war natürlich unser Ziel. Aber also ich muss ehrlich sein, also gute Handball haben wir nicht heute gespielt, aber kämpferisch war das ganz, ganz gut und besonders am Ende, also diese letzten 20 Minuten. Das Spiel war eigentlich genauso, wie ich gewartet habe. Das war einfach ein Krieg. Das habe ich meinen Spielern gestern gesagt. Also wir müssen uns auf das einfach vorbereiten. In den letzten Tagen habe ich viele Spiele angeguckt, wie Eisenach gespielt hat und spielen tolle Handball. Und diese Deckung, aggressive Deckung, 3-2-1, 3-3, so fast ab und zu, hat uns also einfach weggetan. Wir haben trotzdem uns die letzten zwei Tage noch diese Abwehr vorbereitet, aber trotzdem haben wir Probleme gehabt. Aber wie gesagt habe, dann bin ich natürlich sehr zufrieden mit, dass wir weitergekommen sind, wie wir am Ende gekämpft haben. Also eins möchte ich noch also eins sagen. Also die Stimmung hier in der Halle war unglaublich schön. Also das macht einen riesen Spaß, in solche Halle zu spielen. Stimmung war unglaublich gut und was eine Leiter für die Zuschauer und für Eisenach hat, haben wir also heute gewonnen. Aber man fragt nicht, also, ob das fair ist oder so. Ich glaube, danke. Willst du gleich noch was nachdenken? Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Wir sind natürlich überglücklich und Glückwunsch an Petra für die wirklich super Leistung deiner Mannschaft. Das lässt sich natürlich immer einfach sagen, wenn man gewonnen hat im Hinterher. Aber das war, wie gesagt, genau das, was wir erwartet haben hier. Assmann Hölle, so kenne ich sie ja auch noch von früher. Genau das ist eingetreten und wir waren halt heute die ersten 15 Minuten einfach nicht bereit, diesen Kampf anzunehmen. Und dadurch hat Eisenach natürlich erstmal vorgelegt und dann braucht man natürlich relativ viel Kraft, da wieder ranzukommen. Und Kompliment an unsere Mannschaft, dass sie wirklich nie aufgegeben hat, auch nach 5-6 Tor Rückstand, wenn man dabei war. Und dann zum Schluss, muss man auch sagen, sehr glücklich gewonnen haben. Dankeschön. Ja, und dann der Petro, bitte schön. Ja, schönen guten Abend und natürlich. Ich bin von Magdeburg zufrieden, das war Ziel, weiterzukommen, egal wie, plus 1 oder plus 10. Viele haben erwartet sich einen riskanten Sieg für Magdeburg. Wir haben vor zwei Tagen hier gesprochen, ich habe euch versprochen auch, das wird nicht so wie letztes Jahr, weil letztes Jahr hat mich nicht interessiert, wie es gelaufen ist. Viele haben mich gefragt, habe ich dieses Spiel gesehen vor letzter Saison, das hat mich nicht interessiert, das habe ich heute gesehen. Ich freue mich, dass meine Mannschaft hat akzeptiert, das habe ich gesprochen in den letzten zwei Tagen, da sind auch Menschen hier von anderer Seite, dass die haben eine gute Mannschaft, dass die haben einen guten Lauf, dass sie haben gute Arbeit gezeigt bis jetzt die Liga. Die haben 6 oder 7 Spiele in Folge gewonnen, das ist eine besondere Qualität, welche Mannschaft hat vor dieses Spiel gehabt. Aber andere Seite, wir haben gesehen, was bedeutet, wenn eine Mannschaft glaubt an sich und kämpft wie Leben. Ich glaube, wir haben richtig alles gegeben, 40, 45 Minuten. Ich war ein bisschen nicht zufrieden mit dieser Führung in erster Halbzeit, weil wir haben verdient sicher bessere Ergebnis. Wir haben 15-11 geführt, wir haben 3-7 Meter bis dahin verworfen und zum Schluss in letzter Minute zweimal Überzahl. Wir haben nicht Tor gemacht. Ich wusste auch, das kommt diese schwache Phase für mich, für meine Mannschaft, weil jeder wusste, welche Kader wir haben. Oder wenn jemand kommt von Bank bei uns oder bei Magdeburg, das ist schon ein riesen Unterschied. Und ich glaube, das ist auch Entscheidung gewesen. Schade, ich glaube 21-16, das war eine Phase, zweite Halbzeit. 12. oder 13. Minute, wir haben auch Angriff für 6 Tore plus zu machen,
Und das haben wir nicht gemacht. Und dann war eine richtige Sturm von Magdeburg. Die haben, glaube ich, 5-0 gemacht. Und von dieser Sturm, wir haben uns nicht erholt bis Ende. Schade, dass die Entscheidung ist gefallen bei 27. Wir verlieren Ball durch Schritte. Schritte sind immer eine Frage, ja oder nein. Wie viel kleine oder große oder schnelle oder langsame. Und zum Schluss bei minus 1 verlieren wir Ball durch eine Sage Stürmerfaul, eine Sage Schritte, das ist nicht klar, aber wir haben das Spiel verloren. Wir haben das Spiel verloren. Ich bin zufrieden, was hat meine Mannschaft gezeigt. Ich bin zufrieden, dass meine Mannschaft glaubt an das, was sie arbeiten hier. Und das freut mich. Das Publikum hat eine tolle Kampf gesehen. Das ist ein super Spiel. Und ich habe meine Jungs gefragt vor dem Spiel hier bei Gespräch, was die erwarten von diesem Spiel. Und ich habe gesagt, das ist eine Tradition Derby, das ist ein Ostderby. Er hat gesagt, Ostderby kann nicht 20-10 ausgehen. Ostderby kann minus 1 oder plus 1 für uns sein. Und dann leider ist minus 1 für uns. Aber ich freue mich noch einmal mit der Zahn an Magdeburg und ich muss auch meine Jungs richtig loben. Dankeschön. Ja, ich danke meinen Trainern. Wir haben heute wieder nur Herren hier. Jetzt Feuer frei für euch. Die ersten 45 Minuten, das ist der Maßstab von der Leistung, die Sie sehen wollen. Ach, für Lukas schlecht hier. Das war die ersten 45 Minuten. Jetzt ist der Maßstab, die unser Trainer sehen will. Ja, Trainer versucht immer wieder, oder in Vorbereitung oder in eigenen Spielen, maximale Leistung von seinen Jungs zu kriegen. Ich habe gedacht, das Maximum ist unsere erste Halbzeit in Leipzig, was haben wir gespielt. Dann ist eine Rückschlag gewesen und heute, ich muss sagen, 40 Minuten, was haben wir gespielt, das wird ein Maßstab für jeden Spieler oder fast jeder. Das habe ich auch in der Kabine gesagt, weil einige haben sicher nicht was geleistet für unseren Sieg, aber ein großer Teil von meinen Jungs verdient ein Lob von mir. Das war jetzt ein Die Magdeburger hatten irgendwie immer das Gefühl, das geht schief heute? Oder war das gar nicht im Kopf? Frage von der Bille, TA, an die Magdeburger im Kopf gehabt, dass es schief gehen kann? Ja, so Handball ist einfach so, dass du kannst immer verlieren, egal gegen wen du spielst. Aber ich gehe in jedes Spiel einfach zu gewinnen und bei mir liegt das nie, dass ich will oder kann einfach verlieren. Dann in 2016, wie war da Ihr Gefühlszustand? Ja, also dann hast du noch 20 Minuten zu spielen. Mhm. Und ich glaube, wir wissen das alle, dass 5 Tore, also in Handball, wenn noch 20 Minuten sind zu spielen, ist nicht viel. Und dann haben wir ein paar Änderungen gemacht und man sagt fast Gott sei Dank, dann haben wir diese Änderungen geklappt. Und für uns war das wichtig. Also Petko kennt das und wir kennen das alle, also das Spiel ist nie fertig, bis die letzte Sekunde vorbei ist. Und so war das heute. Und das war natürlich für Petko und Eisenach natürlich schade nach dieser Leistung, aber wie Petko gesagt hat, dann hat Eisenach heute gesagt, also wie gut sie Handball spielen können. Und ich glaube, das Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Genau, das ist wichtig für jeden Trainer und hoffentlich, also 100%, ich glaube, die Spieler auf wie gut sie Handball spielen können und dass es bei Eisenach so weiter so laufen. Danke. Weitere Fragen von euch? Vielleicht an Petko, wie wird die Kritik ausfallen? Wird es Kritik geben oder würden Sie sagen, ich lasse die Mannschaft jetzt mit diesem Erlebnis, mit dieser Leistung einfach alleine für das nächste Spiel? Fragen von Dirk Pille. Wie werden die nächsten Tage sein? Ich fasse jetzt einfach mal zusammen. Ja, ich habe schon ein kurzes Gespräch gehabt mit den Jungs in der Kabine. Ich habe, was ist normal, nicht meine Natur, dass ich glaube, jemand hat die Niederlage. Aber heute, ich muss aber einfach sagen, weil wir haben 27 eine Minute vor Schluss gegen eine starke Magdeburg gehabt. Und ich sehe jetzt hier meine Statistik mit eingehaltenen Ball von Torwart, zweite Halbzeit. Das tut mir noch mehr. Erste, ich habe gratuliert. Jetzt trinken wir einmal Bier zusammen. Und das darf niemand mehr was trinken, weil ab heute Abend oder ab morgen früh gilt nur Vorbereitung für Saloy. Muss jeder Magdeburg diese Leistung auf den Kopf kriegen und nicht irgendwelche Ausrutsche erleben am Samstag. Also es ist jetzt wichtig, diese Sache rauszukriegen, ja, dieses
Das müssen wir, das muss ich jetzt zusammen mit Jungs, das werde ich schon morgen arbeiten. Und, die sind schon traurig, die Köpfe sind wunden, ja, aber das ist Sport. Das ist Sport, wir waren schlechter für ein Tor oder für eine Schritte. Dann weiter Fragen von euch. Wenn das nicht der Fall ist, euch eine gute Heimfahrt. Danke. In Bukreida viel Erfolg. Da ist ein Hamburg dabei, ne?